Moin zusammen, ja, willkommen zu diesem Video und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Lederlenkrad im Speziellen reinigen könnt, denn mein Wagen hat jetzt über 40.000 Kilometer runter. Ich habe natürlich das Leder gepflegt und auch ab und zu mal ein bisschen gereinigt, aber in der richtigen kompletten Reinigung sollte man das mit dem Zwei-Schritte-System machen, wie ich es nenne. Das ist einmal von Dr. Wack A1 Lederreiniger und im zweiten Schritt A1 Lederpflege, ebenfalls von Dr. Wack. Dazu braucht ihr noch zwei saubere Mikrofasertücher und dann könnt ihr auch direkt loslegen. Und das machen wir jetzt. Ja, der erste Schritt ist die Lederreinigung. Dafür nehmen wir uns jetzt hier den Lederreiniger und kippen uns dafür ein wenig von diesem durchsichtigen Mittelchen auf das Tuch drauf und können jetzt anfangen, das Lenkrad soweit mit leichtem Druck hier zu reinigen, und dann sollten wir hier eigentlich immensen Dreck runterholen. Na, da bin ich ein bisschen verrutscht, so. Und da könnt ihr es direkt sehen, das ist ordentlich, was hier an Dreck runterkommt. Und das, wobei ich mein Fahrzeug wirklich so regelmäßig permanent reinige und natürlich auch das Leder immer gesäubert und gepflegt habe, holen wir hier dennoch so einen Schmutz runter. So, und dann natürlich hier auch ein bisschen auf die Innenseiten mitgehen und guckt euch das mal an, was hier runterkommt. Das ist wirklich widerlich, kann man das nennen. Also das ist schon richtig krass. Das ist einfach der Schmutz, der so in den Fingern, in den Händen drin hängt, den wir einfach mit uns tragen, ist ganz klar und menschlich. Auch wenn man die Hände gewaschen hat, hat man dann natürlich noch weitere Verschmutzungen. So, guckt euch das mal an, was ich jetzt durch die paar Sekunden Arbeit hier rausgeholt habe. So, ich würde sagen, ich reinige das soweit zu Ende fertig und dann kommen wir gleich zur Lederpflege. Ja, so sieht das Tuch nur an dieser einen Stelle aus, nur nach dem kleinen Lenkrad hier, was ich jetzt soweit komplett erfolgreich gereinigt habe. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen ablüften und im nächsten Schritt können wir dann hingehen und mit der Lederpflege das Leder, wo die Poren jetzt geöffnet sind, weil wir es wirklich mit dem Lederreiniger porentief gereinigt haben, können wir das mit dem Lederpfleger wieder versiegeln und richtig schön pflegen. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Als Hinweis auch noch, steht hier auch bei der Anwendung, eignet sich ebenso auch für gelochtes Leder. Da müssen wir halt das Ganze mit einem Tuch auftragen. Geht aber genauso bei nicht gelochtem Leder auch mit einem Tuch. Ansonsten halt ein Schwämmchen verwenden. Und ihr seht das, das ist so ein dickflüssiges Zeug. So. Und das nehme ich jetzt und verteile es hier ganz sanft ein bisschen drauf und verreibe das wirklich mit wenig Druck. Ja, hier tut sich ein Schwämmchen vielleicht doch ein bisschen besser, aber soll jetzt auch mit dem Tuch klappen. Natürlich wirklich 360 Grad quasi rundum soll das natürlich gepflegt und eingearbeitet werden. Die Lederpflege. So, hier auf dem Kunststoff, das ist kein Problem soweit. Nur gleich nochmal mit einem sauberen Tuch drüber gehen oder der Rückseite, wie ich das gerade mache, und die Überschüsse da abnehmen und nicht drauf lassen. So, dann nehme ich mir jetzt noch ein bisschen. Da das so blöd ist, hier zu filmen in der Position, werde ich gleich wieder einen Cut machen und das Lenkrad soweit hier alleine pflegen. Und wenn ich damit durch bin, gibt es dann noch ein kleines Finish. So, schaut euch jetzt mal das gereinigte und auch ledergepflegte Lederlenkrad an. Sieht wirklich brillant aus, also wirklich toll. Nicht speckig, nicht am Glänzen oder ähnliches, sondern wirklich richtig schön, wieder tief schwarz gepflegt und wirklich auch gereinigt, was mir wirklich wichtig war. Das war ja echt krass, was da rausgekommen ist. Dementsprechend hat das soweit geklappt. Ich habe jetzt auch noch hier, kann man ganz gut sehen, die Ledersitze hier gemacht und da kommt das Schwarz auch schon wieder richtig schön zur Geltung, wie ich finde. Und dementsprechend kann ich die zwei Produkte hier in Kombination wirklich nur empfehlen. Richtig geil. Schaut euch gerne nochmal hier, na, welche Stelle war es im Tuch genau, diese Stelle hier an, was ich da rausgeholt habe. Ich weiß nicht mehr, was die linke, rechte? Ne, hier die rechte müsste es gewesen sein. Also wirklich Wahnsinn, was da an Schmutz drin war, obwohl ich hier regelmäßig das Leder wirklich pflege. Also der Lederreiniger hat hier wirklich auf beste Art und Weise wirklich nochmal ganz was rausgeholt. Wirklich ein richtig tolles Zeug. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal Lederoberfläche. Genau, feuchten Tuch,
perfektes Zeug. Also kann ich euch beide nur empfehlen. Verlinke sie euch auch unterhalb des Videos. Schaut es euch gerne mal an. Lasst gerne den Daumen nach oben da, wenn das Video gefallen und geholfen hat. Und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.